Wow. Mmh, sehr gut. Ich bin überwältigt. Das Essen war wirklich phänomenal. Hier kommt nur Frisches auf den Tisch. Fernsehkoch Sebastian Lege hat seine Feinschmeckerfreunde eingeladen zur Eröffnung seines eigenen Restaurants. Viel Spaß und lasst euch schmecken. Keiner hier weiß, dass das Gourmet-Menü in Wahrheit aus billigsten Fertiggerichten gekocht ist. Alles, was ihr heute gegessen habt, war aus der Konserve, aus der Mikrowelle und aus dem Tiefkühlschrank. Restauranteröffnung, roter Teppich, drei Gänge, Schlemmermenü, alles nur Show, haben seine ahnungslosen Gäste den Braten gerochen. Das Akte-Fake-Restaurant bei Sebastian Lege. Mikrowelle, Ofen, Herd, fertig gekocht in nur 5 Minuten. Essen ohne Aufwand, ohne Stress und leider oft auch ohne guten Geschmack. Für die einen ist es praktische Schnellkost, für die anderen ungenießbares Dosenfutter. Ernährungsexperte Sebastian Lege hat eine klare Meinung. Ich finde, es gibt heutzutage sehr gute Fertiggerichte. Es gibt sogar Fertiggerichte, die sind besser wie selbst gekocht, weil da alle Parameter eingehalten wurden und man die höchste Nährstoffausbeute bekommt. Es gibt aber auch Fertiggerichte, da wird so viel getrickst, finde ich nicht so toll. Um das zu beweisen, nimmt Sebastian 3 Fertiggerichte für das Akte-Experiment genauer unter die Lupe. Gewürze, Dextrose, Branntweinessig, Gewürzextrakte, Stabilisator, Diphosphate, Antioxidantienmittel, Ascorbinsäure, Buchenholzaroma, dann Trinkwasser, Saccharose, Branntweinessig, Tomatenmark, modifizierte Stärke, 7, 8, 9, 10. 10 E-Nummern. Mann, sowas kann man doch nicht essen. Naja, können schon, denn immer mehr Menschen greifen zur Dose. Rund 1,1 Millionen Tonnen Fertiggerichte werden 2020 hergestellt. 50.300 Tonnen mehr als im Vorjahr. Da Zusatzstoffe oft komplizierte chemische Namen haben, lässt sich die Zutatenliste von Produkten mit der sogenannten E-Nummer übersichtlicher gestalten. Diese Verpackung und diese schönen Bilder von den pfiffigen Foodstyle-Listen machen mich irgendwie hungrig. Schauen wir das jetzt mal an. Heute auf der Speisekarte der Fertigprodukte. 1, 2, 3. Seehechtfilet für die Mikrowelle, Putengeschnetzeltes vom Discounter und Rindsroulade aus der Dose. Mmh, noch mal so ein Träumchen. Fertigträumchen, das sind Lebensmittel, die direkt verzehrt werden können. Mit wenig Aufwand wie kurzes Braten in der Pfanne oder Aufkochen. Diese Schnellgerichte heißen Convenience, Englisch für bequem. Davon gibt es 3 Gruppen. Tiefkühlkost, Trockenfertigprodukte und Konserven. Jetzt Mund auf. Und so ein Stück Püree noch hinterher. Komm, ein Stück Kartoffelpüree, dann schmeckt das so toll. Und da am besten das Ganze, da ein bisschen Spinat noch dazu. Komm, lecker. Ha? Und ich zeige euch jetzt mal, wie man aus Fertiggerichten Restaurantqualität zaubert. Der Test. Fernsehkoch Sebastian Lege verwandelt Fertiggerichte in ein 3-Gänge-Menü. Dann serviert er es an ahnungslose Feinschmecker, die denken, sie bekämen ein Gourmet-Menü. Bemerken die Schleckermäuler den Schwindel mit Dosen, Tüten und Mikrowellenprodukten? Berlin-Charlottenburg. Wir bereiten alles vor für die Eröffnung von Sebastian Leges Schummelrestaurant. Ich finde das sehr schön. Aber hat noch nicht wirklich einen Restaurant-Charme. Sieht eher nach Event-Location aus. Aber alles da, was man braucht: Tische, Stühle, Küche. Oh, das kriegen wir hin. Eigentlich ist Sebastian Lege bekannt für seine Kochkünste mit frischen Zutaten. Eigentlich. Im Legendär, meinem Fake-Restaurant, wird nicht frisch gekocht. Es gibt alles aus der Tüte und Konserve. Und ich bin mal gespannt, ob die Leute es merken. Der Spitzenkoch wird alles tun, damit die Gäste die Schummelei mit der Schlemmerei nicht bemerken. Eine Waldpilz-Cremesuppe mit einer Kartoffeltrüffelkrokette. Dann gibt es im Hauptgang eine Rindfleischpraline im orientalischen Knuspermantel auf Möhrenkuskus mit Pflaumensoße und im Dessert ein Zimtschneckentörtchen mit Erdnusskaramellsoße.
Und garantiert, nix frisch gekocht. Richtig low budget halt. Also ich denke, meine Gäste werden total verwirrt sein. Zur Unterstützung dabei Hilfskoch Bjarne. Vielen Dank fürs Helfen. Gerne. Du hast ja mal im Sterneladen gelernt. Also mehr Kompetenz bei dem exklusiven Menü, was wir hier machen. Also, was kann da noch schiefgehen? Ha, perfekt. Bin ja mal gespannt, ob die uns heute auf die Schliche kommen. Was meinst du? Ich glaube nicht. Echt nicht? Nee. Da kochen wir uns lecker. Außerdem im Schummelteam zwei Aushilfen, die sich um die Gäste und die noch trostlose Location kümmern. Das hier wird ein hippes Restaurant, allerdings nur für einen Abend. Das Legendär. Ich schmeiß mich mal hier aus meinen Klamotten und dann komme ich in die Küche. 6 Stunden hat das Team noch Zeit, um alles vorzubereiten. Es wird gerührt, geschnitten und geschummelt. Schmeckt wie Dose. Mhm. Das hauen wir gleich durchs Sieb, kochen das ein bisschen ein, knallen dann noch mal schön ein Glas Pflaumenmus zu und zack, ist das eine nordafrikanische Schmorsoße. Sebastian hat da ordentlich Salz reingemacht, hat es gut abgeschmeckt. Ich glaube, das funktioniert. Gleich noch ein bisschen Trüffelöl, genau. Fertig. Trüffel muss man gut dosieren, sonst schmeckt das zu synthetisch. Die Location bekommt einen neuen Look, minimalistisch schick. Das Ambiente des Fake-Restaurants muss stimmen. Tischdeko und Kerzen, alles nur geliehen. Das Wichtigste, ein roter Teppich für die Feinschmecker-Gäste und ein dezentes Plakat. Boah, was für ein hübscher Typ, ey. In meinem Menü heute Abend sind maximal 5% frische Zutaten drin. Ich muss es ja ein bisschen aufpimpen, damit meine lieben Gäste mir nicht gleich auf die Schliche kommen. Der Rest ist Dose, Tüte, Tiefkühl und Mikrowelle. 18 Uhr. Das Schummel-Schlemmer-Menü steht. Der Teppich ist ausgerollt, die ahnungslosen Gäste sind da. Und alle mit den größten Erwartungen an einen Gourmetabend mit Sebastian Lege. Die Fachjury für den heutigen Abend. Ich war noch nie beim TV-Koch, hab noch nie da was gegessen. Also meine Erwartungen sind groß und ich denke mal, die werden nicht enttäuscht. Marios Erwartungen sind hoch. Genauso wie die seines Kumpels Sven. Dass man einfach mal Dinge isst, die man so in Kombination vielleicht noch nicht gegessen hat oder auch nicht auf die Idee kommen würde, sowas zu kombinieren. Und was erwarten die anderen Gäste? Einen schönen, inspirierenden Abend, gutes Essen. Explosion de saveur dans la bouche. Eine Explosion im Mund. Voilà. Ein frisches Essen, das muss alle Zutaten wirklich frisch zubereitet sein. Und dafür steht der Sebastian eigentlich auch da. Das würden Sie auch schmecken? Das würde ich schmecken, ja. Die beiden sind extra aus der Eifel angereist, um heute hier zu schlemmen. Eine totale Geschmacksexplosion, die wird dir wieder zaubern und das macht dir so aus dem FF, alles frisch. Alle Gerichte, die er macht, die sind wirklich top, muss ich wirklich dazu sagen. Ja, ich bin Fan. Der ehemalige Lindenstraßenschauspieler Christian Karmann hatte selbst mal ein kleines Restaurant und weiß, was leckeres Essen ausmacht. Erst vor kurzem musste er das Karmanns Own wegen Corona schließen. Von Sebastian Leges Menü erwartet er, dass es einfach so originell ist, wie er selber ist. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit exzellentem Essen. Der Berliner kennt die besten Restaurants in der Hauptstadt und gibt für gutes Essen gern ein paar Euro mehr aus. Seine Freundin Sonja weiß das zu schätzen. Fertiggerichte? Keine. No Keine go. Geschmack. No go. Sebastian Lege, der Experte für fertige Gourmet-Menüs, begrüßt sein ahnungsloses Publikum mit feierlichen Worten. Fühlt euch wie zu Hause. Nicht ganz so, aber ansonsten ganz entspannt und ja, das eine oder andere Gesicht kenne ich. Freue mich, dass ihr alle da seid und hereinspaziert. Kommt, geht los.
Die trostlose Meat Location hat sich in ein gemütliches Eintagesrestaurant verwandelt. Der Starkoch ist bereit, die gewünschte kulinarische Gaumenexplosion herbeizuzaubern. Zur Erinnerung, alles aus Tüte, Dose und Mikrowelle. Vergaukelt die ruhig ein bisschen, ne? Der erste Gang. Sebastian Lege kreiert aus billigem Instantpulver eine edle Vorspeise. Pilzsuppe mit Trüffelkrokette, wobei der Trüffel als Öl aus der Flasche kommt. Ich schmeiß da noch ein paar Tüten rein. Das muss aufkochen. Ich püriere es durch. Fertig. Nächstes Gericht. Aus Tütensuppe und Instant-Porree werden Waldpilzcremesuppe mit Kartoffeltrüffelkrokette. Die Alternative für Fischliebhaber: Dosenmakrele und Brotchips verwandelt in Fischcrostini auf Erbsen-Wasabi-Püree. Aus der Tüte und der Dose direkt auf den Teller. Naja, fast. Ein paar leichte Tricks aus der Kochkiste und fertig ist der erste Gang à la Lege. Und wie schmeckt Sebastians Gästen? Die Fachjury bitte. Mehr geht nicht. Hammer. Wir haben beide die Pilzsuppe gehabt. Und wir haben beide schon gesagt, mega lecker. Also ich habe den ersten Gang nochmal nachgestellt. War schon sensationell. Die war mega, mega, mega. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 10 Punkte. Mehr haben wollen, wenn es irgendwie geht. Grüne Creme, krosses Brot und Fischpaté. Und? Das war köstlich. Absolute Geschmacksvollendung, Geschmacksexplosion. Ehrlich? Ja, war wirklich sehr gut. War wirklich sehr gut. Selten so eine gute Vorspeise. Volle Punktzahl für die Vorspeise. Alle Gäste sind begeistert. Kein einziger hat die Schnellkochschummelei bemerkt. Teller alle leer und es hat jedem geschmeckt. Manche wollten noch Nachschlag. Sieg ist optimistisch. Richte ich jetzt erstmal meinen Designer-Hauptgangteller an, oder? Und das geht so. Das Dosengulasch erstmal gut durchsieben. Das sieht doch ganz gut aus hier. Das Konservenrind auf ein Backblech, das Tiefkühlgemüse kurz anbraten. Ich will das auf volle Kanne in den Ofen knallen, weil dann verdampft das Wasser und die Leute schmecken nicht, dass das Tiefkühl war. Die Hauptspeise, Rindergulasch und Möhren aus der Dose, werden auf der Speisekarte zu Rindfleischpraline im orientalischen Knuspermantel auf Möhrenkuskus mit Pflaumensoße. Und für Vegetarier gibt's Tiefkühl-Ratatouille und Fertigreis, präsentiert als Ofengemüse mit uigurischem Reis und Hummus. Und da das Auge bekanntlich mit ist, gibt es auch für die Hauptspeise ein paar Schnörkeleien obendrauf, die zumindest auf den ersten Blick Gourmet vorgaukeln. Kann das optische Feuerwerk die Gäste auch geschmacklich überzeugen? Also Tütchen kann ich zu Hause auch, aber das hier, das kann ich nicht. Also das ist richtig frisch. Also hier kommt nur Frisches auf den Tisch. Also der erste Eindruck ist wie immer spitzenmäßig. Wenn der Sebastian anfängt zu kochen, das schmeckt wirklich immer hammergeil. Wirklich super. Man schmeckt raus, dass es frisch zubereitet ist. Alle Zutaten kann man auch bei eins erzählen. Hier schmeckt es hervorragend. Optisch sehr ansprechend und man merkt, dass Sebastian Lege mit super frischen Zutaten arbeitet, dass er viel Leidenschaft für Produkte hat und dass er es auch mit seinem Team sehr, sehr toll zubereitet. Deliziös, wenn nicht gleich auch schon mit 24 Stunden butterweich. Also hätte es noch ein kleines Blini dazu gehabt, dann hätte ich mit dem Messer schön aufstreichen können. Und deswegen fällt das Urteil heute auch ganz mild aus. Mir hat nichts gefehlt und es war eine sehr schöne Kombination und das Gemüse war al dente gekocht, nicht zu weich, sehr, sehr gut. Tja, ich würde mal sagen, ein Lege kann halt aus Scheiße Gold machen. Herr Lege, es muss ja nicht gleich Gold sein. Aus Fertiggerichten Gourmet zu zaubern, reicht erstmal. Und auch hier gibt's wieder Tipps vom Profi. Schmelz ein paar Schokoriegel ein und dann ist das so eine Komponente vom Dessert.
Und das sieht so aus. Discounter-Riegel und Dosenteig werden umbenannt in köstliche Zimtschneckentörtchen mit Erdnusskaramellsoße und aromatisierter Frischkäsecreme. Ein Häubchen Creme Fraiche auf die Dosenschnecke, Schokosoße drüber und eine Tiefkühlhimbeere obendrauf. Fertig ist das Gourmet-Dessert. Und auch beim letzten Gang scheint die unwissende Jury hin und weg von Optik und Geschmack. Hast du eine Tupperdose bei? Sieht etwas heavy aus, um ehrlich zu sein. Wow. Sehr gut. Süß. Gepäck. Fett. Dicke Creme. Lecker. Dessert ist eben Geschmackssache. Wir sind gespannt auf das Gesamtfazit der reingelegten Gourmetgäste. Wenn man halt für so ein Menü ist, dann ist das Champions League. Also da merkt man ganz genau, dass es Dinge gibt, die nicht jeder kann. Mein Fazit war, ich bin überwältigt. Essen war wirklich phänomenal. Ich habe alles aufgegessen. Das spricht ja für mich, ja, dass es mir super geschmeckt hat. Ja. Und für mich auch ganz klar, werde ich definitiv noch mal herkommen. Ich gehe jetzt raus und lasse die Katze aus dem Sack. Ich freue mich. Ich freue mich auf entsetzte Gesichter. Die Gäste scheinen zufrieden mit diesem köstlichen Drei-Gänge-Menü von Sebastian Lege. Schließlich ist er bekannt für kulinarische Extravaganz und Köstlichkeiten. Herzlich willkommen bei der Sat.1-Akte und meinem Fake-Restaurant. Alles, was ihr heute gegessen habt, war aus der Konserve, aus der Mikrowelle und aus dem Tiefkühlschrank. Die Gesichter der unfreiwilligen Fachjury für gepimpte Gourmetküche aus Fertiggerichten sprechen Bände. Die Suppe war eine Instant-Suppe, die wir aufgepimpt haben. Ja, die Krokette haben wir aus Instant-Pulver gemacht. Die Trüffelstückchen haben wir aus getrockneten Olivenscheiben gemacht, um Trüffel zu visualisieren. Im Hauptgang, das war Dosengulasch. Vegetarisch war es Tiefkühlgemüse und ein bisschen Hummus aus dem Regal. Und das Dessert, das war hier Knack und Back. Ne? Wir wollten mal zeigen, dass Convenience sehr, sehr stark sind und dass leider Geschmack total manipulierbar ist. Ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer. Ja? Damit hat keiner gerechnet. Die Gäste nehmen unseren zugegeben etwas unfairen Test mit Humor. Fazit des Abends: eine großartige Verlade und Verarschung, aber es war richtig, richtig gut. Beim Essen ist ja auch wichtig das Ambiente, die Gesellschaft, das war alles wunderbar. Der Koch war ein toller Entertainer, also insofern hatten wir einen sehr schönen Abend und das Essen hat auch geschmeckt. Und dann lässt man sich mal reinlegen. Ich habe noch gepostet, meine Kommentare und lecker und danke und ich bin fassungslos. Ich koche ja auch leidenschaftlich gern, aber ich habe es nicht gemerkt. Ich hatte erst noch große Töne gespuckt, von wegen Geschmacksexplosion. Und jetzt bin ich echt nicht drauf gekommen, dass es Fertiggerichte sind. Und ja, es gibt nur schon etwas zu denken, ehrlich gesagt. Und auch die treuen Lege-Fans aus der Eifel sind ganz baff. Hättet ihr es gedacht? Nein, nee. bei der Suppe hätte ich es überhaupt nicht gedacht. Die war unwahrscheinlich intensiv nach Pilze. Ja. Und die war wirklich der Hammer. Also ich dachte noch, ich möchte am liebsten noch eine nachbestellen. Also ich hätte so von der Präsentation, und wir gesagt haben ihn recherchiert, hätte ich so gedacht, so 60, 70 Euro für den Abend, so der Spaß macht vom Ambiente her, so hätte ich schon bezahlt. Eigentlich erstaunlich, was man daraus machen kann, weil es hat wirklich lecker geschmeckt. Es war, also pro Person 5 Euro. Ich sag mal, normal, wenn ich das frisch gekocht hätte, wären wir so bei 45, 50 Euro gewesen pro Person. Eins haben aber alle Gäste heute Abend verstanden.
Ich finde es halt erstaunlich, nachdem es aufgelöst wurde, was man aus Fertigprodukten kreieren kann oder was jemand daraus kreieren kann, der davon Ahnung hat. Ja, um dann letzten Endes die Gäste so hinters Licht zu holen. Ja, weil ich muss ehrlich sagen, mir hat die Pilze wirklich geschmeckt, auch als eine Tütensuppe war. Ich würde es mal wieder so essen, weil es mir einfach echt geschmeckt hat. Deutliche Schlussworte auch vom Küchenchef persönlich. Fertiggericht gibt es auch in ganz teuer. Aber ich sag mal, das, was wir heute verarbeitet haben, das sollte man nicht immer essen, weil es halt nährstoffarm ist. Es ist doppelt gekocht, es ist doppelt konserviert. Da sind keine Nährstoffe drin. Du tust deinem Körper nicht wirklich was Gutes. Und die Aussage reicht. Punkt. Wenn man nur mit Tief- und Fertigkost kocht, so wie Starkoch Christian Lege heute für unser Experiment, ist es tatsächlich besser, wenn das Restaurant nur für einen Tag geöffnet hat.